Wenn im Oktober in der Normandie die Äpfel fallen, dann haben die Bauern alle Hände voll zu tun. Auf der Pommerais, der Apfelfarm der Familie Lehr, sammelt Alain Lehr Binet Rouge Äpfel. Papi und Mamie, die Großeltern, Alains Schwiegereltern und die Kinder helfen mit. Das hat hier Tradition. Seit Generationen machen sie das so. Die Binet Rouge Äpfel sind nicht besonders schmackhaft. Doch darauf kommt es auch gar nicht an. Das sind keine Essäpfel, sie sind nur zum Trinken bestimmt. Alain Lehr macht aus ihnen Cidre. Ich glaube, dass wir dieses Jahr eine ganz gute Qualität haben dürften. Wir haben günstiges Wetter gehabt. Die Qualität der Äpfel ist ziemlich gut. Sie haben viel Zucker. Vorbereitungen für eine kleine Zwischenmahlzeit. Martine Lehr und ihre Tochter Sophie machen einen Hefeteig. Sie bereiten für die Apfelsammler eine Gâche, das tägliche süße Brot der Normannen. Sophie gibt das Mehl löffelweise dazu, damit ihre Mutter es gut durchmischen kann. Die Butter, in warmer Milch aufgelöst, macht den Teig geschmeidig. Je kräftiger und länger Martin den Teig durchwalkt, desto lockerer wird die Gâche. Entscheidend ist die Qualität der Zutaten. Die Eier müssen frisch, die Butter sahnig und die Milch fett sein. Kein Problem bei den Lehrs. Sie haben auf ihrem Hof Milchkühe und Hühner. Und die Butter macht Martin selbst. Bevor die Gâche in den Ofen kommt, muss der Teig nochmals eine Stunde ruhen. Wenn die Lehrs Cidre machen, brauchen sie rund 2 Tonnen Äpfel für eine Pressung. Zwischen Oktober und Dezember schaufeln Alain und sein Sohn David 3-mal diese Menge auf das Förderband. Aus etwa 300.000 Äpfeln gewinnen sie 4.000 bis 5.000 Liter Saft. Damit Cidre daraus wird, muss er noch gären. Papi, Alains Vater, hat seinem Sohn schon vor langer Zeit beigebracht, wie Cidre gemacht wird. Zunächst müssen die Äpfel geschreddert werden. Das Geheimnis eines guten Cidre ist die Mischung der Äpfel. Alain baut 4 verschiedene Sorten an. Papi schichtet Stroh auf eine Lage Äpfel. So fließt der Saft besser ab. Eine Schicht Äpfel, eine Schicht Stroh, immer im Wechsel, bis der Bottich voll ist. Die Gâche kommt gerade zur rechten Zeit, denn die schweißtreibende Arbeit an der Apfelpresse macht hungrig. Der frisch gepresste Apfelsaft schmeckt nicht besonders fruchtig, sondern süß. Der Geschmack des Cidre entfaltet sich erst durch die Gärung. Nur um Apfelsaft zu machen, würde sich Familie Lehr nicht so ins Zeug legen. Sie wollen aus den Äpfeln einen prickelnden Cidre gewinnen, der in den Gläsern wie Champagner perlt. Schon in wenigen Tagen wird der Saft gären und sich in Holzfässern zu Most verwandeln. Mamie Lehr ist mit einer Freundin ans Meer gefahren. Der Strand ist keine halbe Stunde von der Pommerais entfernt. Mamie weiß, wann und wo sie reiche Beute machen kann. Alles hängt von der Tide ab. Weil sich heute das Meer besonders weit zurückgezogen hat, ist die Chance groß, Moule de Bouchot zu finden. Mit den Miesmuscheln will sie den Speiseplan ihrer Schwiegertochter Martine bereichern. Mamie darf nur die Muscheln aufsammeln, die auf dem sandigen Grund liegen. Alle, die an den Pfählen haften, gehören den Fischereibetrieben. In der Normandie sind Fische, Schrimps, Hummer, Langusten oder Austern Alltagsgerichte. Für ein einfaches Abendessen tun es auch Miesmuscheln. Auf der Pommerais schlägt Alain Lehr mehrere Fässer an. Er braucht Platz für den frischen Apfelwein. Und den gereiften Cidre, den er in den vergangenen 2 Jahren nicht verkauft hat, will er in einen besonders edlen Tropfen verwandeln. Eine Pumpe befördert den Cidre nach draußen. Dort soll Calvados daraus gebrannt werden. Alain darf seinen Apfelwein nicht selbst veredeln, dafür hat er keine Lizenz. Deshalb hat er einen Schnapsbrenner auf die Pommerais bestellt.
Richard Costard ist ein Wandergeselle. Mit seinem Alambic reist er von Hof zu Hof. Seit 42 Jahren destilliert er Calvados. Die Maschine sprüht Feuer, die Veredelung beginnt. Erst bei 78 Grad löst sich der Alkohol aus dem Cidre. Beim Kupieren, dem Trennen der verschiedenen Substanzen, zeigt sich die Kunstfertigkeit des Brenners. Was den Calvados trüben könnte, spuckt der Kessel auf den Hof. Martin nimmt Cidre auch fürs Kochen. Sie hat eine fein gehackte Zwiebel und Mehl in Butter angeschwitzt. Mit Apfelmost löscht sie ab. Ein Viertel Liter Creme fraiche verfeinert die Sauce Normande. Martin schmeckt mit etwas Salz, Pfeffer und einer Prise geriebener Muskatnuss ab. Während Martin das Essen zubereitet, steht der Alambic noch immer unter Dampf. Alain und Richard Costard überwachen die Destillation. Als Faustregel gilt, dass aus 10 Litern Cidre ungefähr 1 Liter Calvados gewonnen wird. Viel verdienen kann Alain damit nicht. 90% Abgaben verleiden den meisten das Geschäft mit dem Hochprozentigen. Nach dem Brennen füllt Alain den Calvados in Eichenfässer. Dort lagert er dann mindestens 3 Jahre, es können aber auch 30 sein. Die 200 Jahre alten Fässer gerben das Lebenswasser und geben ihm seine unverwechselbare Farbe und sein Aroma. Also bis jetzt haben wir nicht viel Hefe in den Fässern. Im Moment können wir nur hoffen, dass es ein guter Calvados wird. Aber um zu sehen, was daraus geworden ist, müssen wir noch einige Jahre warten. Martin serviert die Sauce Normande zu gebratenen Würsten und Gemüse. Nolly würde die Wurst auch einfach so nehmen. Richard Costard lässt sich von Martin das Rezept verraten. Die Sauce Normande passt gut zu deftigen Gerichten. Schmeckt es dem Frauchen, freut sich auch der Hund. In der Pommerais leben nicht nur die Menschen von den Äpfeln. Auch die Hühner haben Äpfel auf dem Speiseplan. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Sophie will einmal den Hof ihrer Eltern übernehmen. Nach der Schule hilft sie auf dem Hof mit. Sophie sammelt Renette-Äpfel. Die sind säuerlich und sehr fruchtig. Anders als Cidre-Äpfel eignen sie sich für eine Tarte aux Pommes oder als Zutaten für Fleischgerichte. Papi ist auf dem Weg nach Lessay, eine halbe Autostunde von der Pommerais entfernt. Er hat ein Hobby, er züchtet Cotentin-Esel, eine alte normannische Rasse, die seit einigen Jahren wieder in Mode ist. Auf dem größten Viehmarkt der Normandie, dem Foire de la Sainte-Croix, will er Nestor verkaufen. Der Markt in Lessay ist ein gesellschaftliches Ereignis. Seit Jahrzehnten hat Papi dieses Spektakel schon nicht mehr ausgelassen. Hier trifft er alte Bekannte und Freunde. $4,500, also etwa 1.300 Mark, will Papi für Nestor haben. Für den Interessenten ist das zu hoch, aber das Falschen gehört mit zum Geschäft. Der Händler aus Paris verspricht später wiederzukommen. Papi nimmt ihn beim Wort. Martin hat sich längst an den täglichen Kreislauf auf der Apfelfarm gewöhnt. Früher war sie Arzthelferin, aber das machte ihr keinen Spaß. Seit 10 Jahren arbeitet sie nur noch auf dem Bauernhof. 2-mal in der Woche macht sie Butter. Den Rahm dafür gewinnt sie aus der Milch, die sie 3 Tage stehen lässt. Am Ende muss sie die Butter noch mit kaltem Wasser waschen. Die Buttermilch, die sich dabei absetzt, bekommen die Hühner. Auf der Pommerais wird nichts weggeworfen.
Die Butter verkauft Martin auf Wochenmärkten oder direkt frisch vom Bauernhof. Für die 35 Uhr, für die Double. Wir haben keine 35-Stunden-Woche, eher das Doppelte. Wir müssen mitten in der Nacht raus, wenn es sein muss. Und haben kaum einmal Ferien. Eine Woche im Jahr, um ein wenig auf andere Gedanken zu kommen. Heutzutage ist es ziemlich schwer, als Bauer seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Bei der gegenwärtigen Wirtschaftslage. Dazu das Problem mit dem Fleisch, den Tieren, die keiner kauft. Glücklicherweise haben wir auch einen Direktverkauf, der uns hilft. Papi wartet seit Stunden darauf, dass der Händler aus Paris zurückkommt. Seinetwegen hat Papi alle niedrigeren Angebote ausgeschlagen. Viel Zeit bleibt nicht mehr, um Nestor zu verkaufen, denn der Markt in Lessay geht bald zu Ende. Der französische Hotdog. Grillwurst in Baguette. Die Mahlzeit für zwischendurch nimmt den kleinen Hunger und den großen Frust. Der Kunde hat Papi mit Nestor sitzen lassen. Papi ist wütend. Nicht, weil er Nestor wieder nach Hause mitnehmen muss. Er trennt sich sowieso ungern von seinen Eseln. Ihn ärgert, dass ein Wort heutzutage nichts mehr gilt. Der Ausflug ans Meer hat sich gelohnt. Die Miesmuscheln, die Mami aufgelesen hat, bereitet Martin als Abendessen zu. Das Rezept ist einfach. Die Muscheln werden geschrubbt, mit fein gehackten Schalotten in viel Butter und ein wenig Mehl gedünstet und mit Cidre abgelöscht. Mami überlässt das Kochen ihrer Schwiegertochter. Die verfeinert die Miesmuscheln mit Petersilie aus dem eigenen Garten. Nun rührt Martine noch zwei Esslöffel Crème fraîche unter. Selbstverständlich hat sie die Creme selbst gemacht. Sie ist besonders sahnig und nimmt den Geschmack der Muscheln auf. Ganz nach dem Gusto normannischer Gaumen. Mit Salz und Pfeffer schmeckt Martine schließlich ab und die Moule à la Crème sind fertig. Der nächste Morgen. Milch fließt auf der Pommeraye zwischen 7 und 8 Uhr, Jahr ein, Jahr aus. Alain Lair legt an seine 45 Kühe nur noch zum Anmelken selbst Hand an. Das Weitere besorgen Maschinen. 900 Liter fließen Tag für Tag. Die Genossenschaft zahlt pro Liter Milch 2 Franc, also etwa 60 Pfennig. Verkaufen die Lairs die Milch direkt, bekommen sie doppelt so viel. Für Familie Lair macht die Milchwirtschaft den größten Teil ihres Einkommens aus. Auch den Rest verdienen sie mit Flüssigem, mit Cidre und Calvados. Sophie macht für ihren Bruder und sich das Frühstück. Die Gage gehört genauso dazu wie Honig. Seit 2 Jahren hat Sophie eigene Bienenstöcke. Martine ist schon seit 5 Uhr auf den Beinen. Sie hat die Tiere gefüttert und die Milch abgefüllt. Dreimal in der Woche beliefert Martine 2 Schulen, 3 Bäckereien und ein Altenheim in Coutances mit frischer Milch. Martins Kunden wollen keine pasteurisierte und homogenisierte Milch aus dem Supermarkt. Für die Lairs eine Möglichkeit, ihre Milch direkt zu verkaufen. Der Gewinn, den ansonsten Zwischenhändler bekommen, fließt so unmittelbar in ihre Tasche. Das Geld können sie gut gebrauchen. Bei der Arbeit im eigenen Garten kann sich Papi entspannen. Nach dem gestrigen Ärger über den gescheiterten Verkauf des Esels ist das auch nötig. Was Papi und Mami für den täglichen Bedarf brauchen, bauen sie selbst an. Das Gemüse erntet Papi erst kurz vor der Zubereitung, damit es auch wirklich frisch und knackig ist. Morgen feiert Martine ihren 40. Geburtstag.
Papi liefert die Karotten für das große Festessen. Wenn man Karotten aus dem Garten isst, weiß man das zu schätzen. Das ist nicht der gleiche Geschmack wie bei den Karotten, die wer weiß woher kommen, von denen man die Herkunft nicht kennt. Papis geheime Leidenschaft sind seine Endivien. Er hat ein großes Feld angelegt. Die bitteren grünen Blätter schneidet er kurz über dem Ansatz ab und kappt die Wurzeln auf etwas mehr als eine Fingerlänge. Weil der köstliche Geschmack der Endivie sich erst im Finstern entwickelt, legt Papi die Wurzeln in einen Topf, gibt Wasser hinzu und stellt sie an einen dunklen und warmen Ort. Hier fängt die Endivie erneut an zu treiben. Die Blätter bleiben hell und schmecken köstlich. Nach 3 Wochen kann man sie essen. Die Lehrs teilen sich die Arbeit auf. Davonlaufen kann hier niemand. Auf der Apfelfarm muss jeder mit anpacken. Sophie ist der Umgang mit Tieren von klein auf vertraut und selbstverständlich erledigt sie, was getan werden muss. Alain schürt den Lehmofen im Backhaus. Erst nach ein paar Stunden hat der Ofen genug Hitze. Dann kann Martin eine neue Gasch backen. Sophie rupft das Hähnchen und nimmt es dann aus. Das kommt heute Abend auf den Tisch. Nur ganz selten muss Familie Lehr Fleisch kaufen, denn Hühner, Enten, Gänse, Kälber und Kaninchen haben sie selbst mehr als genug. Auf der Pommerer gibt es immer etwas zu tun. Wenn doch einmal Zeit ist, dann spannt Sophie ihr Percheron-Pferd an und übt mit Libellule Kutsche fahren. Martin zerteilt das Hähnchen und brät die Stücke in Butter, bis sie goldbraun sind. Rezepte für das Poulet Valet d'Auge gibt es viele. Sie variieren von Dorf zu Dorf, von Haus zu Haus. Auch Martin hat ihre eigene Art der Zubereitung. Von den Renette-Äpfeln, die Sophie gesammelt hat, schält sie 6 kleinere, würfelt sie und viertelt 3 Zwiebeln. Die stammen natürlich auch aus dem eigenen Garten. Alain hat nach einem langen Tag Hunger. Hin und wieder geht er Martin beim Kochen zur Hand. Die Äpfel und Zwiebeln kommen nun zum Hähnchen in den Schmortopf. Sie müssen dort einige Minuten dünsten. Eine besondere Kunst besteht darin, mit dem offenen Feuer die richtige Temperatur zu halten, damit nichts anbrennt. Alain gießt hochprozentigen Calvados hinzu und Martin flambiert das Ganze. Jetzt muss es schnell gehen. Martin schüttet den Topf kräftig, damit die Flammen verlöschen. Die Flammen dürfen nicht zu lange lodern, sonst schmeckt das Fleisch angebrannt. Selbstverständlich löscht Martin mit Cidre ab. Gut eine halbe Stunde muss das Gericht jetzt schmoren, bis es serviert werden kann. Äpfel und Apfelwein geben der Soße ihren aromatischen Geschmack. Wie jeden Sonntagmorgen gehen Papi und Mami zum Gottesdienst in die Kathedrale von Coutances. Mit dem Pfarrer sind sie seit 30 Jahren gut befreundet. Als gläubige Menschen erbitten sie für sich und die Apfelfarm göttlichen Beistand. Auf der Pommerais geht auch am Sonntag alles seinen gewohnten Gang. Nur Martine ist heute noch früher aufgestanden als sonst. Sie muss viel vorbereiten. Das ist ihr Tag.
Immer wieder hat sie an dem Menüplan für das Geburtstagsfest gefeilt, damit alles aufeinander abgestimmt ist. Cidre darf dabei selbstverständlich nicht fehlen. David hilft heute in der Küche mit. Ein frisches Eigelb versetzt er mit einem Spritzer Zitronensaft und verrührt es mit Senf. Seine Spezialität ist die Mayonnaise. Das Olivenöl gibt er ganz vorsichtig hinzu, denn ansonsten gerinnt die Mayonnaise. Zum Schluss verfeinert er sie noch mit Zitronenessig und schmeckt mit Pfeffer ab. Oeuf Mimosa ist ein schlichtes normannisches Hors d'oeuvre. David hat klein gehacktes Eigelb unter die Mayonnaise gehoben und gewürzt. Serviert wird die Vorspeise auf Tomatenscheiben. Die Karotten aus Papis Garten sind für den Hauptgang vorgesehen, das Rôti de Veau à la Normande. Das Kalbfleisch gibt Martin in einen Topf, in dem schon Schalotten in viel Butter brutzeln. Das Fleisch brät sie von allen Seiten kräftig an. Für die Soße schneidet Sophie neben den Karotten und ein paar weißen Rübchen noch säuerliche Essäpfel. Cidre darf auch beim Hauptgericht nicht fehlen. Wenn das Gemüse und die Äpfel weich gekocht sind, passiert Martin die Soße durch ein Sieb. In dieser Soße schmort das Fleisch, bis es serviert wird. Es riecht nach altem Holz. Kühl und feucht ist es im Keller der Leers. Für die alten Eichenfässer ist dieses Klima ideal. Das ist die gute Stube für den Calvados. Alain hält zum Festtag den edelsten Tropfen bereit. Mit den Äpfeln verdienen die Leers nicht nur ihren Lebensunterhalt, der Calvados spendet ihnen auch Trost. Le métier d'agriculteur, c'est un métier dur. On l'a choisi. Der Beruf des Landwirts ist hart, aber wir haben ihn gewählt. Es gibt Höhen und Tiefen. Wir versuchen, das Beste daraus zu machen. Und dann gibt es auch noch Sophie und David, die sich für den Beruf interessieren. Das motiviert vielleicht noch mehr. Und dann, naja, es stimmt schon, dass die Konjunktur nicht unbedingt sehr gut ist. Aber man muss versuchen, positiv zu denken, voranzukommen und sich sagen, dass es morgen besser wird. Zwischen den Hauptgerichten soll der Calvados wieder Platz im Magen schaffen. Ein Trou Normand, ein normannisches Loch eben, für den nächsten Gang. Zum Abschluss gibt es Camembert, Libarot, Pont l'Évêque und Neufchâtel mit grünem Salat.